Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von BNS Home Inventory. Wir haben heute was Spannendes vor. Finn, magst du erzählen? Wir werden uns heute den Virgin Colada vornehmen. Und zwar brauchen wir dazu einmal die Zutaten Ananassaft, dann Sahne und das gut bekannte Kokosnusssirup. Ja, Ananassaft als erstes. Sunny braucht wieder seinen komischen Abmesser. Bei mir weiß man ja schon, dass das auch ohne gut klappt. Das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Die Flavors vom letzten Mal. Kommt der Ananassaft rein? Bei mir immer nach Augenmaß. So. Als nächstes. Sunny macht noch seinen Ananassaft. Mach ich auch. Sorg dich da nicht. So. Da habe ich einmal die Sahne. Ich packe das hier rein. 1, 2, 3 Sekunden. So. Dann kommt die Sahne hier rein. Ey, ich habe das Gefühl, das wird bei mir gar nicht. Ich habe. Erst kommt der Sirup, ne? Weiß ich nicht. Jeder. Ey! Challenge-Modus activated. So, und jetzt Sirup. Sonny, mach ruhig dein. Ach nee, du brauchst auch das. Kokosnuss-Sirup. Kokonat. Oh, Scheiße. Du weißt Bescheid. Ey, der Wasser ist nur Sirup. Let's go. Ah, Jesus. Ich mach das hier rein. Sieht deutlich professioneller aus. Ich muss das selber einmal schmecken. So. Jetzt kommt die Sahne. Bei mir auf jeden Fall. Davon kann man ein bisschen mehr reinballern. Auf jeden Fall. Aber ich muss echt sagen, so den kann man sich auch mal zu Hause, ne? Einfach im Garten ganz genehmigen. Wenn Freunde vorbeikommen oder Familie. Sehe ich auch so. Das Getränk ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Das wird euch die Person aber auch am Ende, glaube ich, mitteilen. Denn wir haben diesmal einen Tester für euch. Seid gespannt. Yeah. Dieses Mal haben wir an alles gedacht. So, ich werde meins jetzt mixen. Bei mir ist alles drin. Und dann mix the thing. Shake it, man. Shake it. Ist deiner krass? Oh my days! Bro? Man darf eigentlich nicht abschmecken, ne? Wieso nicht? Weil das. Du hast am Anfang gesagt. Okay, doch, hast recht. Man darf abschmecken. Entschuldigung. Falsche Information. Ich weiß nicht, wie der immer auf diese Regeln kommt. Das ist eine Challenge! Da wird getrickst, geschmuggelt, geschummelt. Bruder, bei mir klackert das die ganze Zeit, Mann. Ey, kein Spaß. Der Mann hinter der Kamera muss auch schon lachen, ja? Schon geschüttelt, nicht gerührt. Flavors. Do you think of flavors? Weißt du? I don't think so. So, let's go. Mm-hmm. We got it. We back. Wir brauchen einmal die Eiswürfel. So, dann haben wir einmal die Eiswürfel. Sag jetzt schon mal, wie viele du nehmen wirst. Auf 3. 1, 2, 3, 4. Alles klar, du nimmst 4. Ich werde nur 2 oder 3 nehmen, also ich bin mir noch nicht sicher. Denn ich mag das nicht, wenn der am Ende lange stehen bleibt. Da bildet sich einfach zu viel Wasser. Das mag ich schneller einfach trinken. Nicht. Ja, aber man will den ja auch genießen. Hier wird auf Druck getrunken. Ich habe jetzt schon ein bisschen was reingemacht. Ich nehme doch 3 Eiswürfel. Wichtig ist, dass man das schön über die Eiswürfel rüber macht. Dass es auch richtig den Eiswürfelgeschmack, den Geschmack des Virgin Coladas an sich nimmt. Ne? Kleiner Tipp vom Profi. So. Der ging echt deutlich schneller als der letzte. So. Jetzt die Präsentation. Ne, Mann, das weiß ich schon mal nicht. Virgin Colada. Also muss man so die
Kokosnuss-Vibes haben eigentlich. So, das Blatt will ich auf jeden Fall nicht. Sieht schon mal komisch aus. Und das hier darf auch nicht zu weit reinrutschen. Seht ihr? Ein großes Blatt brauche ich. Ein richtig geiles Blatt. Ich würde mich doch mal dafür entscheiden, dass ich ein bisschen... Das sieht schon mal gut aus bei mir. Finde ich eigentlich. Kann noch ein bisschen mehr anders. Aber ich muss sagen, der ist deutlich schwerer zu designen als der alte, der davor. Ich nehme mehr Sahne noch mal rein und die Ananas ein bisschen mehr mixen, weil ich habe mich leider ein bisschen vertan. Das Glas ist nicht voll. Und ich kann meinen Gästen kein halbes Glas anbieten, das geht einfach nicht. Oder mehr Eiswürfel, ne? Nee, das ist das. Niemals mehr Eiswürfel nehmen. Seid nicht zu geizig. Ich bin größter Geier am Morgen. So, ich bin jetzt fertig. Ich denke, mein Cocktail sieht soweit gut aus. Ja. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich bin gerade extrem zufrieden. So. Nochmal ein. Mein Problem ist, du darfst nicht zu viel bewegen, sonst verrutscht alles. Findest du? Keine Plastikstrohhalme, sondern die aus Bambus. Ihr wisst Bescheid. Hashtag umweltfreundlich. Hashtag Budenzauber. Sehr gut. Ja, Sandy, bist du durch? Ja, ich bin fertig. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Präsentation. Let's go. Wir haben uns diesmal um eine Jury gekümmert. Die den Cocktail probieren wird. Und er wird entscheiden, welcher er mehr mag, welcher ihm mehr gefällt. Vom Aussehen und geschmacklich. Und das wisst ihr ja schon vom ersten Video. Präsentation und Taste. Auf geht's. Gehen wir damit raus. Of course. Finn? So, die Übergabe der Cocktails für die Jury. Darf ich vorstellen? Ja, bitte. Jury-Moderator Rockefeller. So, dann haben wir einmal zwei Cocktails für Sie zum Probieren. Für Sie? Natürlich. Sie dürfen sich den ersten aussuchen und probieren. Okay. Und Sie müssen zwei Sachen bewerten. Mhm. Einmal das Aussehen, das Design, immer von 0 bis 10 und den Geschmack von 0 bis 10. Rocky, du hast jetzt beide Cocktails. Mhm. Fang bitte mit der Präsentation. Okay. Welcher gefällt dir? Hier? Ja. 8 von 10 würde ich geben. 8 von 10 sagst du? Ja. Okay. Und der hier würde ich 7 von 10 geben, weil er ein bisschen verschüttet aussieht. Der sieht ein bisschen verschüttet aus. Ja. Und das liegt an den Windverhältnissen. Ja, das kann sein, aber da kann ich ja nichts für. Ich probiere mal den, weil der schon schlechte Bewertung bekommen hat. Ich gebe ihm mal eine Chance. Schmeckt sehr lecker. Nicht schlecht. Warte, nochmal. Wie Manuelsen sagen würde, voilà, nicht schlecht. Okay. Jetzt kommen wir zu dem. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie beide schmecken gleich. Komplett gleich? Ja, aber ich probiere nochmal gleich, weil wir wollen ja richtig bewerten und einen Unterschied finden, ne? Was war das? Das schmeckt echt Baba, muss ich sagen. Aber was war das denn? Ich glaube, das kommt von... Weiß ich nicht. Kommt von einer Minze vielleicht. Nee, ich probiere nochmal von Finn. Ich muss sagen, von Finn schmeckt ein Tick besser. Ein Tick ist ein bisschen süßer. Man sieht doch, ich habe schon seins fast schon ausgetrunken. Sahne schmeckt ein bisschen mehr nach Sahne. Also hätte Sunny weniger Sahne gemacht, würde ich, weil es mir echt schmeckt, also wenn ich trinke ja ungern sowas, aber wenn ich trinken würde, das würde ich ausfinden. Ich weiß nicht, wie heißt das nochmal? Virgin Colada. Ich würde 9 von 10 geben. Weil ich weiß nicht, vielleicht können andere das besser, weil ich kenne das ja nicht. Und das würde ich 8 von 10 geben. Oder 8,5 eher. Weil 8,5 würde ich.
So Leute, das war's von uns heute. Ich habe die Challenge um einen halben Punkt gewonnen. Wieder mal. Aber ich gönne dir. Danke, mein Freund. Auch wenn ich schon zum zweiten Mal verloren habe. Ich weiß nicht, bei mir schmeckt der Cocktail immer besser. Aber... Die Präsentation macht. Das Auge trinkt mit. Und die Präsentation ist natürlich das Allerwichtigste. Das ist natürlich meine Meinung, dass die Präsentation das Allerwichtigste ist. Finde es immer vom Geschmack her besser. Ich bin halt so ein Rezepttyp und er ist halt Feeling. Ich sollte Barkeeper werden. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch den Abend genießen, uns den Sonnenuntergang anschauen und auf unseren Sitzsäcken zur Ruhe kommen. Ich würde gern deinen eigentlich probieren, aber Rocky hat den ausgetrunken. Ich glaube, der war so gut. Meinen hat er noch zur Hälfte dagelassen. Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. So, dann macht euch gespannt aufs nächste Video. Peace. Hau rein.